Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Retro Joe spielt und ich habe heute wieder Bock auf Game Boy Advance. Ich bin da letztens die Library so ein bisschen durchgegangen und habe ein paar Spiele gefunden, die ich mir mal angucken wollte. Unter anderem Donald Duck Advance. Ich finde Donald ja einer der coolsten Disney-Figuren überhaupt. Ich kann mich super mit ihm identifizieren, weil der halt so ein bisschen cholerisch ist und auch ich rege mich gerne mal künstlich und sinnloserweise über Dinge auf. Das geht bei mir immer relativ schnell wieder weg. Donald ist da ein bisschen nachtragender, glaube ich. Und das ziehen wir uns jetzt mal rein. Breaking News: Murlock kidnapped our reporter Daisy. She'll write how I conquered the world. Donald ist am Telefon mit einem Bauplan in der Hand. Sieht so aus. Gosh, Gyro, haven't you seen the headlines? I mean, we need to do something to save Daisy. Daniel Düsentrieb. I have an idea. We'll use my new invention, the Gyro Gamma Tubal Teleport. Just a few finishing touches and I'll send you to the rescue. Eine Maschine mitten im Vogelhäuschen. But someone is not keen on Gyro's new invention. It's Merlin! Oder Murloc oder Merlion oder wie auch immer der Typ heißt. Und da sind wir. Ja. Wie man sieht, ist man hier so ein bisschen die Donkey Kong Country Grafikschiene gegangen, in nicht ganz so prall, also optisch. Optisch jetzt nicht der große Wurf, aber man hat einen Double Jump. Was macht er? Er läuft. Was macht L? Wow, der hält ja gar nicht mehr an. L guckt. Ah, mit L kann ich A so. Sehr praktisch. Okay. Fühlt sich aber ganz brauchbar an, so rein vom Gameplay her. Was ist das? Wir können also auch kriechen. Ich habe eine Kugel eingesammelt. Ich weiß nicht, wofür die Kugel gut ist. Das Sounddesign gefällt mir sehr gut. Das Schlaggeräusch finde ich großartig. Es hat so einen guten alten Bud Spencer-Charme irgendwie. Klingt wie die Bud Spencer-Schelle. Und ein Milchshake. Der gibt wahrscheinlich Energie, wenn ich welche verloren hätte. Das war wohl ein extra Leben, glaube ich. Näh, dreckiger Vogel. Die Musik passt irgendwie nicht. Oh. Erstes Leben verloren. Ah, okay, das ist ein Rücksetzpunkt. Und da seht ihr, was ich meine. Donald rastet aus. Und da drauf springen? Nee. Nee, das ist auch nur Hintergrund. Es gibt manche Spiele, da fällt es mir ein bisschen schwer, Vordergrund von Hintergrund zu unterscheiden. Und das hier ist irgendwie eins davon. Das sieht alles so ein bisschen miteinander verwoben aus. Wofür ist der Milchshake? Kann ihn nicht einsammeln. So, diesmal erwischt der Typ mich nicht. Ich weiß immer noch nicht, wofür der Milchshake ist. Das Spiel ist schon recht einfach. Ich nehme an, die Zielgruppe waren hier Kinder. Wie bei den meisten Disney-Games, die Zielgruppe Kinder sind. Aber hey, Disney ist für alt und jung, ne? Okay, wenn der einmal rennt, dann rennt er. Ich habe ein Buch aufgenommen mit einer Brille, so wie es aussieht. Und es hat 80, 79. Ist das ein Timer? Okay, da haben wir das zweite. Da kommen wir nicht hin. Ja, so richtig viele Gegner sind jetzt hier auch nicht irgendwie.
Aber hey, holen wir uns mal noch ein extra Leben. Jetzt haben wir schon 9. Also bis ich hier Game Over bin, wird eine Weile dauern. Wisst ihr, woran mich das Game ein bisschen erinnert? Das habe ich vor ganz, ganz langer Zeit schon gespielt. Und zwar gibt es ein echt sehr schönes Biene-Maja-Spiel für den Game Boy Advanced. Das hat meine Frau mir damals ans Herz gelegt, meine zukünftige Frau. Und das erinnert mich doch stark an das Game hier. So auch vom Aufbau her, dass es nicht so viele Gegner gibt und dass es relativ einfach ist. Und dass man hier viel zum Einsammeln hat auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, was hier Ziel ist. Ich nehme an, ich muss die drei Dinger für. Ja, genau, da ist das dritte Ding. Also diese Kugeln hier. Und damit kann ich jetzt den Levelausgang betätigen quasi. Ein Passwortsystem hat das Ganze auch. Ich habe 178 von 210 Dingern, Sternen, was auch immer gefunden. Duck Mountain. Ah, okay. Ich kann hier quasi sogar das Level auswählen. Hätte ich schon mehr freigespielt als das? Wow! Ist das Sonic? Ein blauer Igel? War das Sonic? Sonic ist ganz schön fett geworden. Da rennen wir natürlich wieder in den Busch rein. Jetzt habe ich sogar 10 Leben. Wo habe ich denn die ganzen Leben hier? Sorry, Sonic. Sorry, Busch. Ja, ich glaube, das soll es auch gewesen sein, um euch mal kurz einen Einblick hier von Donald Duck Advanced geben zu können. Was haltet ihr denn von dem Spiel? Welche Game Boy Advanced Games könnt ihr mir empfehlen? Denn der Game Boy Advance ist eine Konsole, die ist echt so ein Stück weit an mir vorbeigewandert. Ich hatte als Kind nie einen. Mein Cousin hatte zwar einen, aber das war schon so die Zeit, wo, da war ich schon ein bisschen älter. Wir haben nicht mehr ganz so oft irgendwie miteinander abgehangen. Er ist halt 6 Jahre jünger gewesen als ich. Irgendwann kommt man dann in das Alter, wo man sich dann doch eher mit Gleichaltrigen abgibt und so weiter. Und dann ist das so ein bisschen auseinandergegangen. Deswegen habe ich mit dem GBA nie so richtig viel Berührungspunkte gehabt. Aber wenn ihr da Empfehlungen habt, lasst mich das wissen in den Kommentaren mit dem Hashtag Spiel doch mal. Oder zeig, ne genau, zeig mal was, habe ich im letzten Video, zeig mal. Hashtag zeig mal und dann welches Spiel ihr sehen wollt und dann kommt das auf die Liste mit Spielen, die ich für euch mal anzucke. Das war's von mir, Retro Joe out.